Das ist Urheber. Hallo. Herzlich willkommen in Karlsruhe. Heute ist der 19. Mai und Konstantin, der Projektpate, hat diesen Abend etwas ganz Besonderes vor. Die Auftaktveranstaltung des Projekts Comedy Against Stereotypen möchte ein eindrückliches Bild der russischen Kultur mit Show-Elementen vermitteln. Einen wunderschönen regnerischen Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Liebe Freunde, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zu dem heutigen Projekt, der im Rahmen des Programms der Stiftung Baden-Württemberg Wir sind dabei, heute, hier und jetzt stattfindet. Dieses Projekt heißt Comedy Against Stereotypen, was so viel heißt wie gemeinsam gegen Stereotypen, Vorurteile, also deutschen, russischen Vorurteile. Es ist ein Spiel. Es ist ein Spiel, das ursprünglich aus Russland stammt, und zwar im Jahr 1961 zum ersten Mal im Fernsehen gezeigt wurde und sofort auf einmal ein Hit wurde. Und das bis zum heutigen Tag, also über 52 Jahre, ist das Programm im russischen Fernsehen top, hat sehr viele Anhänger, sehr viele Teilnehmer, wird nur zu Primetime gezeigt, und das wollen wir heute Ihnen etwas näher bringen. Dazu haben sich zwei Gruppen aus Karlsruhe und Düsseldorf gefunden, die heute Abend gegeneinander antreten werden. Sozusagen ein Showkampf. Ihre Auftritte werden im Anschluss von einer Jury bewertet. Punkte gibt es zum Beispiel für Witz, Originalität, Thematik und andere Besonderheiten. Und wie das aussehen kann, sehen Sie jetzt. Vielen Dank. Liebe Freunde, ich glaube, dass in jedem Mensch ein bisschen von Russen steckt. Und ich erzähle jetzt euch, wie sie es erkennen können, ob sie ein Russe sind oder nicht. Also, sie sind ein Russe, wenn sie ins Disco statt zum Tanzen, zum Trinken, zum Frauen anmachen und zum Boxen gehen. Sie sind ein Russe, wenn sie mit Aldi-Tüte im Lidl einkaufen. Sie sind ein Russe, wenn ihr erstes Wort war Balalaika, Babuschka oder Nazdarovja. Sie sind ein Russe, wenn ein Parkplatz für sie ein Treffort ist. Sie sind ein Russe, wenn sie nicht verstehen, warum das Mädchen. Paulina, die heute Abend auch auf der Bühne steht, sagt uns, was ihr an der Show gefällt. Weil es einfach auf eine witzige Weise passiert. Also es wird keine ausgelacht, sondern man lacht miteinander zusammen. Und es ist einfach so eine schöne Atmosphäre, dass man da einfach vielleicht über irgendwelche Vorurteile einfach dann hinweg sieht danach, dass man das nicht so sich zu Herzen nimmt und auch irgendwelche Stereotypen abbauen. Kaninchen? Na okay, ja, zeig mal diesen Kaninchen. Ja. Was ist das? Ein Kaninchen. Ja. Kaninchen zu Hause, oder? Okay. Kaninchen in Frühling. Okay, Kaninchen läuft. Kaninchen schläft. Kaninchen Lenin. Kaninchen Michael Jackson. Für Wladimir war der Erfolg des Abends ungewiss. Ob das Publikum diese Art von Show mag, war ja im Vorhinein nicht sicher. Also heute war uns ein bisschen war sehr fragwürdig, wie Zuschauer, also die nur Deutsch können, das alles sozusagen annehmen oder wie es bei denen ankommt. Und Superstar war das, die Applaus nach dem Spiel oder während des Spiels auch.
wo wir uns auch gesehen haben, dass das kommt auch gut an und das ist super und das hat uns eigentlich befreit. Und auch Konstantin, der Projektpate, ist vom Abend begeistert. Die Veranstaltung ist einfach super gelaufen und also von der Reaktion vom Publikum konnte man merken, dass einfach alles gut ging. Also und die kurze Feedback von den Zuschauern haben mir auch Gefühl gegeben, dass alles einfach toll gelaufen ist. Der Abbau von Stereotypen soll auch nach dem heutigen Abend fortgesetzt werden. Junge Leute aus beiden Ländern, Russland und Deutschland, werden sich in Workshops treffen und verschiedene Kreativtechniken erlernen und üben, um solch eine Show wieder veranstalten zu können. Diesmal auch mit Jugendlichen ohne Migrationshintergrund.